Unsere Motivation ist, das klingt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ja, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, indem wir eine Alternative zum Kauf von Gegenständen anbieten. Mitten zwischen den Unigebäuden der CAU entsteht der Leihladen Kiel. 5 Studenten haben sich zusammengeschlossen, um ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, indem sie Gegenstände verleihen. Wir sind Sophia, Kirsten, Rahul, Raven und ich, Jonas, und wir sind zusammen der Leihladen Kiel. Die Idee zu unserem Leihladen ist eigentlich daraus entstanden, dass viele Mitglieder unseres Teams neu nach Kiel gezogen sind und noch keine Connections hatten, also keine Freunde oder Bekannte, von denen sie sich Gegenstände ausleihen konnten. Dieses Problem wird ab Juni der Vergangenheit angehören, wenn der Leihladen eröffnet. Davor haben die Mitglieder des Leihladens allerdings schon viel Arbeit in den renovierungsbedürftigen Bauwagen stecken müssen. Ein neuer Fußboden wurde verlegt und die marode Decke wurde komplett erneuert. Zum Schluss wurde der gesamte Innenbereich weiß gestrichen. Mit den vielen Regalen soll möglichst viel Stauraum für die Leihgegenstände geschaffen werden. Nun ist der Leihladen beinahe fertiggestellt. Aber wie funktioniert er eigentlich? Das Prinzip des Leihladens ist eigentlich ein altbekanntes, ist nämlich das fast gleiche Prinzip wie das einer Bücherei. Man kann sich entweder einen Gegenstand wie zum Beispiel eine Bohrmaschine oder ein Waffeleisen im Online-Katalog reservieren oder man kommt direkt in den Leihladen. Gegen kleines Geld kann man sich den Gegenstand für 8 Tage ausleihen. Unsere Leihgegenstände kommen hauptsächlich aus Spenden. Das heißt, zum einen haben natürlich wir alle aus unserem Team unsere eigenen Keller- und Abstellkammern und die unserer Familien und Freunde durchforstet. Zum anderen sind wir natürlich aber auch stark darauf angewiesen, dass Leute uns Dinge spenden und die gerne der Allgemeinheit zum Nutzen zur Verfügung stellen würden. Jemand, der den Leihladen unterstützen möchte, ist Ronja. Weißt du, ich brauche das alles vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Ich brauche es nicht immer. Und den Leihladen finde ich deswegen so super, weil ich bringe etwas hin, spende etwas und andere Leute, die es dann mal temporär kurz brauchen, können sich es leihen. Und deswegen finde ich den Leihladen einfach total clever, weil es so ein Für- und Miteinander ist. Mit Ronjas Spende wächst das Sortiment des Leihladens. Was kann man sich denn bisher alles ausleihen? Hier eine ganz klassische Isomatte, gut fürs Campen. Dann hier so ein Boccia-Spiel von Ravens Großeltern, glaube ich. Eine Frisbee, eine Heckenschere. Mein Lieblingsgegenstand ist wahrscheinlich, den habe ich noch gar nicht gezeigt, in diesem Beutel hier. Und zwar ist das diese GoPro Action Kamera. Wenn man sich irgendwie mal beim Sport draußen oder auch im Wasser aufnehmen möchte, ist die optimal. Funktioniert auch noch einwandfrei, habe ich getestet. Ja. Der Wagen ist fertig renoviert und immer mehr Gegenstände warten auf ihren ersten Ausflug. Frei nach dem Motto, don't buy, leih.